Die 124. Travemünder Woche zeigte sich am ersten Tag von ihrer schönsten Seite. Sommer, Sonne, Sonnenschein und guter Wind. Die besten Segelbedingungen waren angerichtet und die besten deutschen Segler trafen sich zur Segelbundesliga. Die im April gegründete Bundesliga machte bei ihrer zweiten Station den Auftakt der Travemünder Woche. 18 Vereine messen sich 5-mal im Laufe der Saison, um am Ende am Wannsee in Berlin den besten Segelclub der Bundesrepublik zu küren. Auch die Routiniers zeigten sich begeistert. Es ist sehr anstrengend, auch für jemanden, der schon viel gesegelt ist, aber es macht super Spaß. Und ansonsten ist es natürlich toll, überhaupt mal, dass die Vereine mal im Vordergrund stehen. Nicht der Sportler als solches, sondern das Team. Und das ist doch ein neues Format, was sehr, sehr ansprechend ist. Es sind sehr enge Matches. Die Positionswechsel gehen ganz schnell. Und man hat auch in Situationen, wo man glaubt, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus, immer noch Chancen, wieder nach vorne zu kommen, sodass es also ein tolles Format ist. Nach 30 spannenden und packenden Wettfahrten auf dem SAP Media Course teilten sich der Yachtclub Berlin-Grünau, der Norddeutsche Regattaverein und der Bayerische Yachtclub mit Skipper Christian Schäfer punktgleich den ersten Rang. Wir waren gestern noch Sechste, 6 Punkte Rückstand und heute war einfach ein super Run, alles gut gelaufen. Ein bisschen Pech manchmal gehabt, aber insgesamt sind wir jetzt Tagessieger und sind richtig happy, dass wir uns auf den ersten vorschieben konnten. Auch in der Gesamtwertung der Bundesliga zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Yachtclub aus Berlin-Grünau führt, gefolgt vom Bayerischen Yachtclub und dem Norddeutschen Regattaverein. Der erste Tag der Travemünder Woche mit dem neuen Format Bundesliga macht Lust auf mehr. Weitere Segel-Action jeden Tag live aus Travemünde im Internet oder auf der Leinwand des SAP SailCube.